Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zelda 2. In der letzten Folge haben wir wieder ein Elite-Monster fertig gemacht, und zwar das, was uns letztens voll gefistet hat. Diese Stahlgraue, Klaue, Graue. Und wir haben jetzt von unseren, ja, vertrauten Partnern Nova und, ich habe vergessen, wie sie heißt. Ich wollte Vera sagen, ist das richtig? Ich hoffe, es ist richtig. Unsere erste Mission bekommen, und zwar unsere erste Splitterdimension, die wir kaputt machen sollen. Und ja, ich kann da von der Weltkarte aus hin. Okay. Splitterdimension F4216. Koordination, Tiefe, Abweichung 0,89. Okay. Du kannst erst zurückkehren, wenn die Splitterdimension zerstört ist. In die Splitterdimension springen, warte mal. Sind dann alle da drin, oder nur die, die ich gerade mitgenommen habe? Wir sehen ja so freundschaftlich aus. Ich möchte mit Elise hier die meiste Zeit rumlaufen. Dann weiß ich nicht. Eleven und Moment. Und wir gehen dann in die Splitterdimension rein. Oh, was? Oh, das sieht aus wie I guess this explains that funny feeling we've all been having. It's Triglav Central Station. I suppose it would follow that this is the rift. But are we really in a whole other world right now? It doesn't look any different to me. We've confirmed your entry into the fractured dimension. Commence your search for the divergence catalyst. Mein Gott, der Telefon. Tut in einer anderen Dimension funktionieren? Ja, ne? Das GIS funktioniert hier? You can thank your Chromatis for that. It maintains a link to the prime dimension. We need to look for whatever seems most out of place in the dimension, right? Correct. The catalyst should reveal itself when anyone with a Chromatis approaches. And if we destroy it, the world will disappear. Exactly. But there's a catch. Only the wielder of a Chromatis can destroy the catalyst. Wait, really? So the only one who can find and destroy these catalysts is Luger. Well, that kind of takes the fun out of it. One last thing. So long as the divergence catalyst exists, you cannot return to the prime dimension. You never told us that. I guess they're really Na klar. Turning back. Als ich da reingegangen bin. For goofing off on the job. The train to Oscor will be departing from platform 1 shortly. Again, the train to Oscor will be departing from platform 1. The Oscor train's still running? Maybe in this alternate dimension, the hijacking never took place. We cannot just blithely assume that. We have much to learn about this world. It is fishy that Oscor is still in one piece. Let's investigate in two groups. Okay, Jude and I will ask around town. Luger, you handle Oscor. Was passiert eigentlich, wenn Ludger stirbt? These freckled dimensions don't seem all that different to me. Not at first glance, in any case. Was passiert eigentlich, wenn Ludger stirbt? Können wir dann überhaupt zurück? Ludgers Macht. So it seems Luger's Chromatis is the key to destroying these fractured dimensions. And our job is to gather information and support Luger in combat. Yes. We'll do everything we can to help. We're the wind beneath your wings. You guys are scared of Luger's weird powers? Like, at all? We have something of a knack for encountering weirdness. The Lord of Spirits, dimensional breaches, talking stuffed animals. I bet Jude said pretty much the same thing, didn't he? You called it. He did say that, didn't he? Yeah. Okay. Me to be destroying worlds myself as well. The enormity of such a deed is almost more than I can grasp. But we've been through too much to turn back now, whatever the sin we have to bear. Also gut, ja, wie gesagt, was passiert eigentlich, wenn Ludger stirbt? Kann man überhaupt zurück? Das wäre nicht so schön. So, wir haben jetzt genau die gleiche Truppe, die wir auch vorher hatten. Soll ich nicht 50.000 zahlen letztes Mal? Egal.
Was mich jetzt aber frage, war das jetzt nur Zufall oder wäre es so oder so die Dingens gewesen, die ich gehabt hätte? Ich glaube ja nicht, sonst wäre der Dialog bestimmt irgendwie anders gewesen. Noch schon, das ist zu wenig. Ion, was? Ion, der Phone Master. Was macht der denn hier? So. Okay, ist ja gut, dass wir unsere Katzen hier noch schicken können, obwohl wir ja in einer anderen Dimension sind. Aber naja, so, warte mal. Gibt es hier vielleicht neue Sachen? Nö, okay. Dann schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Und suchen nach irgendwas. Nee, Quatsch, wir sollten noch nach Dings gehen. Wir sollten nur einen Zug nehmen. Aber ich kann mich ja trotzdem mal hier umschauen. Ist irgendwie merkwürdig. Kann man jetzt so ganz normal durch die Welt laufen? Ich glaube nicht, ne? Mal sehen, wenn ich hier hingehe zum Beispiel. Ich will jetzt natürlich nicht zu viel Zeit verschwenden. Aber naja. Ja, der Briefkasten, obwohl wahrscheinlich ist das ja falsch aus, ne? Weiß nicht. Wenn ich jetzt die ganze Gegend hier erkunde, möchte ich nicht zu viel Zeit verschwenden, aber naja. Ich habe das Gefühl, genau das mache ich gerade. Der Questschalter ist nicht hier. Eine seltsame Gestalt. Okay. Eine seltsame Gestalt mit langen Haaren. Okay, ich würde mal sagen, wir nehmen einfach meinen Zug. Also, ja. Ich hoffe natürlich nicht, hier passiert irgendwie was Nebenquest-mäßiges während diesen Dingern, weil das wäre ein bisschen blöde. Wenn ich auch nur eine Nebenquest hier entdecken würde, dann könnte ich schon mal sagen, dass in diesen Dingern irgendwelche Nebenquests sind, aber wenn keine Nebenquest hier ist, dann ist ja keine Nebenquest. Und ja, dann brauche ich in keiner Dimension irgendwie nachgucken. Ja, was soll's, gehen wir einfach. Gehen wir zum Zug. Oder was? Nee, da war eine Taube. Oh. So, dann nehmen wir einfach den Zug und fertig. Ich glaube nicht, dass in diesen Dimensionen irgendwie was ist. Ich meine, das wäre alles verpassbar. Die Tales of Serie ist jetzt nicht so. Okay, doch, eigentlich schon. Nee, ja. Ich muss hier nehmen. Oscar Bahnhof. Natürlich ist die Tales of Serie dafür bekannt, dass viel verpassbar ist. Mein Gott, was für eine Musik. For the easy transportation of goods, I suspect. When it comes to business, Olympias doesn't play games. So, was gibt's hier so? Waffen und so. Nichts Neues. Nichts Neues. Lebensmittel, vielleicht. Oh, es gibt neue Sachen. Ich brauche irgendwas, was Erfahrung erhöht, Mann. Ja. Ja, da geht's weiter. Was haben wir hier? What's a natural resource plant? It's a factory that puts out veggies and stuff like that. Puts out weird vibes too. It's pretty standard for Olympias. Well, except for its size. None of the others are this big. Well, if it isn't Alfred. How the hell? Was? Heir of the Sven family like that? Or has your mind strayed to a time when you were still the legitimate heir? Are you telling me you're the heir? You know this guy? Knew him, more like it. It appears he has confused you with the Alvin of this world. Looks like a bigwig to me. If you act all buddy-buddy with him, maybe he'll let us in. They don't really have that kind of relationship. Is it inappropriate? How come you even know that word? Don't forget we're in a fractured dimension. It just might work. Right.
Forgive me, Uncle. I must have forgotten my place. You are forgiven. I was hoping you'd give my friends a tour of your amazing plant. Why not? Oscorp's success will only serve to broaden the Svent family's influence, cousin. You'd better start acting the part. Poor Leticia is quite upset over your lack of decorum. Mom? Indeed, she's had it with your constant gallivanting. She's alive. Who are these people? My entourage. They're quite a bunch, yeah? The world is full of dubious sorts looking to sponge off of us. You should choose your friends more carefully. They don't give much more dubious. Sehen euch zwielicht aus. Also vielleicht Ludger mit seinen schwarz-weißen Haaren. As you know, the Great Spirit Asker was thought to be nothing more than legend. That is until I found, captured and bent it to my will. Asker's spirit power is more than sufficient to operate this facility in its entirety. I've never even heard of that spirit before. I have no doubt spirits will become a crucial resource in Olympias, the very key to its future. Hey, my uncle's not the catalyst, is he? So, do you keep Asuka down in the basement here, or what? There is no basement. Asuka's imprisoned in the central portion of the dome. Well then... That was disrespectful, huh? Alvin, was that really necessary? Well, if he's not the Divergence Catalyst, then I'd put my money on that Asuka spirit being it. But it's not like he was gonna sit back and let us thwack it, right? Indeed. And after all, we did come here. To put this world out of commission. Isn't that right, Luger? Na gut. Dann etwas auf dem Boden neben Gilland. Gästezugangskarte. Okay. Gilands Notiz. Kultivierungsraum 8778654. Okay. Erstmal noch plündern, so, da wird ja wohl irgendwo hier sein, ne? Ja. Ja, ich will mal. Elise sticht irgendwie mit ihren weißen Klamotten hier zu sehr raus. Obwohl das natürlich nicht schlecht ist, aber naja. So, jetzt passt sie wieder so mehr in eine Gruppe rein. Okay, noch ein großer Geist, das ist doch schon mal sehr schön. Hoffentlich habe ich ja irgendwie Möglichkeiten zu trainieren. Wo ich mich nicht trainieren, ich möchte. Was war das? Der Aufzug? Okay. Weil ich möchte nicht irgendwie wieder trainieren dazwischen. Ich möchte den Gegner einfach erledigen und fertig. Was? Upsala. Ich habe das Gefühl, so schnell verrecke ich nicht mehr. Ich kann doch gar nicht so schnell verrecken, mein Gott. Ich bin in der Hauptstory, Mann. Nicht, dass ich hier schon wieder gefangen bin. Irgendwas machen? Nein, okay. Okay, hier sind Gegner. Okay, ein paar nehmen wir auf jeden Fall mit. Hi. Na, 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 na. Ich habe keinen Bock mehr. So. Okay, geile Musik wieder. Okay, mit wem möchte ich denn vermuten werden? Mit Elise, genau. Da ihr euch ja nicht automatisch verbindet, macht man halt so. Mein Gott, wie schnell sind die Gegner tot? Welches Level sind die? 21, oh nein, das ist nicht gut. Der Boss ist wahrscheinlich auch so 21. Also der Asuka, gegen den wir bestimmt kämpfen müssen. Was? Wie viel Bonus bekommen wir denn? Okay. Gegner sind Level 21, das ist schon mal nicht schön. Oh. Ja, muss ich mir halt jetzt extra aufschreiben, mein Gott. Ein Moment. 7, 6, 5, 4, 8, 7 oder 8. So. Erkennt man da nicht 8. So. Kultivierungsraum. Ist das der richtige?
Plantage 1, 8, 7, 8, 8. 7, 8. Upsala. 8, 7, 7, 8. Schloss deaktiviert, sehr schön. Ja. Was ist das denn? Truhe? Namenloser Samen. Ja. Egal. Weil wir wieder unterlevelt sind, durch mal ein paar Gegner hier mitnehmen. Die scheinen noch nicht so stark zu sein. Bis jetzt. Oh, sehr schön. Ah. Jo. Bist du anfällig gegen Hammer? Sag das doch gleich. Ja. Sollten wir vielleicht die Dingens nachgucken? So. Sterbet! Soll ich das Menü oder so aufrufen? Schade. Mein Gott, wie viel Erfahrungspunkte und Geld wir bekommen. Ja, ich muss mal kurz die Arzt und so gucken von Ludgar. Er hat bestimmt so einige mehr Sachen. Hungriger Jäger, genau. Außenseiter. Beim bedeutenden Gegner zu einem kritischen Treffer. Außenseiter, okay. Pistolen. Noch genug, okay. Doppelklingen. Blutroter Zorn. Weil das ja irgendwie mehr hier so eine... ein bisschen was mit Elvin zu tun hat, würde ich sagen, wir nehmen erstmal Elvin hier als Charakter. Das scheint ja irgendwie was mit ihm jetzt zu tun zu haben. Zack, von hinten. Bams. So, sehr schön. So, zack, 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 zack. Oh, sehr schön. Okay, das ist zu weit weg, glaube ich. Oder auch nicht. Gut. Und Ronan, Level up. Und Elvin auch, gut. So. Wow, ich war gerade ein Menü aufrufen. Look at the size of the tomatoes. Want to see how many I can fit in my mouth? Ich wette, Julius würde das gerne sehen. Tomatengerichte sind meine Spezialität. Natürlich. Are you a good cook? He's pretty good. Na klar. I'd love to try your tomato omelet sometime. Ah, but roasting the tomato retains its juices and is not to be underestimated. Oh, tomatoes are gross. Was? With you, I draw the line at ketchup. Your loss. You do eat like five-year-olds. Nuh-uh. Nuh-uh. Ist Elle nicht irgendwie so fünf oder so? Ich weiß auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie alt sie ist. Unter 10 ist sie, glaube ich, aber weil Lies ist, glaube ich, jetzt in dem Spiel 13 und ist definitiv älter. Jo, jo. Komm mal her. Burns. Jetzt läuft das noch mit den Gegnern. Bis jetzt. Hier bin ich auch verbunden mit Ron, ne? Ja. Au! Was? Was? Ja, ich habe ja gegen zwei. Wieder gegen zwei gelaufen. Bams. Und weg bist du. Mein Gott, die halten irgendwie mehr aus. Verbindet euch gefaced.
Gibt's doch nicht. Aber was? Was? Okay, du, hör auf. Der Kampfstil erinnert mich an jemanden. Aber ist auch wahrscheinlich nicht verwunderlich. So hat sich die Beziehung jetzt sehr verändert. Ja, ne, irgendwie schon. Deine Katze ist zurückgekehrt. Wow, die ist in einer anderen Dimension zurückgekehrt. Oh, sehr schön. Ich bin aber immer noch eine Katze. Geh wieder raus. So, jetzt sind wir hier. Okay. Was? Muss ich wahrscheinlich gleich das nächste Passwort eingeben? Boah, kommt mal her, kommt mal her. Na, verdammt. Ich wollte von hinten angreifen. So, kommt mal her. Ey, warum verschwindet denn mein Feld? Ja. Oh, ich wollte eigentlich nichts einsetzen. Egal. Höllen Scheiterhaufen. Bams. Und jetzt noch ein bisschen hiervon. Sehr schön. Das ist doch voll krank, ey. Bin ich vergiftet? Nein. Wie kannst du es wagen? Mach, ich wollte mich gerade schützen, ey. Mach. Sollte man ein paar mehr Angriffe einsetzen, außer die immer. Hast du noch irgendwelche neuen Angriffe, Elvin? Okay, du hast verdammt viele. Tornado-Antrieb ist das nicht. Okay, wenn wir das hier. Und das hier war doch der. Ne, der Erdbruch, das ist was anderes. Weiß ich jetzt nicht. Nie rum und tot oder auch nicht. Verreckt auch. Aber was? Nein, schon wieder gegens Mikro gekommen. Sehr schön. So, immer gerne wieder ein Speicherpunkt. Haben wir hier Mittelsaal. Na, schon abgelaufen. Aber ich muss kein Passwort eingeben, sehr gut. Na klar, erneuern. Langmantel, okay. Kann man Rome geben. Oder? Haben wir hier noch irgendwas? Anscheinend nicht. So, Roden. What? Ja. Hier wird ja ganz schön viel. So, da hinten kann man auch raus, aber ich möchte das mal hier hin. Okay, die großen Geister. I can't believe that Olympias has great spirits too. In fossil or spirite form, sure, I could see that. But a physically manifested great spirit? Didn't see that coming. I would imagine that its existence here is only due to this being a fractured dimension. What kind of spirit is Asuka supposed to be? It's said to be the great spirit that commands the power of light.
Ah. I hope its temperament is sunny too. I've learned not to expect too much from the temperaments of great spirits. I've had a bad experience or two. Tell me about it. Rowan, are there many other great spirits? Well, we've encountered the four great spirits of earth, water, fire, and wind, as well as the great spirits Celsius of ice and Volt of lightning. I've also read about Shadow, the great spirit of darkness, and Pluto, ruler of the underworld. And don't forget Musei, and then Lord Maxwell, who rules over them all. That's what most people believe. But some scholars believe there may be a great spirit even stronger than Maxwell. Stronger what? Than Maxwell? Do they mean Kronos? I believe the possibility is high. Well, let's hope we never run into that guy then. Ah, ich habe so ein Gefühl. Gerade wenn man so etwas sagt, ist doch genau der Gegenteil der Fall. So, ich würde sagen, in diesem leuchtenden Raum hier verabschiede ich euch und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xenoblade 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.